Es geht weiter mit meiner Nassung zur Pokémon Feuerrote Edition. Und ich mal kurz, ob das Team überhaupt geheilt ist. Sehr schön. Und wir gehen dann zu Route 12. Und jetzt haben wir auch die Pokeflöte und können endlich mal voran. Beziehungsweise überhaupt mal hier hin. Und erneut mal wieder nicht allein. Hi. Hi. Oh. Dem, war das nicht Rückkehr? Ja, nice. Rückkehr ist auch mal gut. Gut, ich behandle meine Pokémon ja total mit Liebe, weil sobald sie einmal versagen, einmal verlieren, werde ich sie benutze ich sie nie wieder, weil die dann ja enttäuscht haben. Also ist ja nicht so, dass die Pokémon in meinem Team mal unter Stress stehen oder so. Dass sie Angst haben müssen, auf ewig abgelegt zu werden. Und wie gesagt, Nobili-Card werde ich wahrscheinlich sowieso nächstes Mal auch ablegen, weil ich habe das Gefühl, das bringt einfach nichts. Ich finde das voll dumm, männliches Goldini. Ja. Der hätte echt mal einen anderen Sprite machen müssen, damit die Farben ein bisschen anders, weil das sieht immer weiblich aus. Ja. Obwohl, wenn man an dem, an den Anime denkt, da passt schon männliches Goldini bei seiner Stimme. Ja, oder ist denn irgendwie zumindest das Horn bei dem einen länger und kürzer, keine Ahnung. Ja. Bei Carpador waren, glaube ich, diese Schnürhaarchen andere Farbe oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Bei dem einen, glaube ich, gelb, mal dem anderen weiß. Ja, stimmt. Ja, das kann ja sein, dass ein weibliches Goldini ein kürzeres Horn hat, ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Na gut, wäre ja klar, dass das männlich ein längeres hätte. Na, wenn es so ist, dann ist weiblich ja überhaupt keins haben. Oh Gott. Vor allem auf der Stirn. Ah. Oh Gott. Ja, überhaupt, wie es im Anime auch gesprochen hat. Goldini, Goldini. Ja. So diese komische Stimme auch schon. Ist ein bisschen so Rosanna, like, das ist auch so eine voll etwas tiefere Stimme, glaube ich. Keine Ahnung. Mhm. Wenn ich einen Goldini hätte, ich glaube, Klaus würde da perfekt passen, weil das ist ja schon praktisch ein Goldfisch, vor allem wenn man an eine andere Serie denkt und dann noch, wenn man das mit dieser Stimme auch noch immer denkt. Na gut, und da kommt, dabei ist auch so ein Item, da kommen wir aber noch nicht dran. Kommen aber echt schnell voran, dafür, dass man echt total aufpassen sollte bei der Nuzlocke und jeden Schritt überlegen sollte. Ja. Der Hans. Dass sie alle nur Goldini einsetzen und der eine, na gut, der eine hat mal einen Quapsel eingesetzt, aber sonst. Gab's den Carpator-Trainer schon? Ich glaube noch nicht, aber ich glaube, der kommt hier nachher noch. Gab's nicht überall, außer in Schwarz, da gab's dann einen mit vier Barschuft. Ja, stimmt. Weil man die ja echt im ersten Teil erst kriegen konnte, wenn man die Story beendet hat. Ja, stimmt, genau. Ich glaube, sonst gab es dann. In diesem weißen Wald gab es ja viel aus den alten Generationen. Da war ja einiges. Aber alle nur so auf Level 5. Ja. Wird. Na gut, sonst gab es, glaube ich, noch einen, der hatte dann 5 Carpador und dann einen Goldini und dann noch irgendeinen. Ich glaube, das war XY oder sowas. Bin mir jetzt mal nicht sicher. Der hatte auch 5 Carpador und dann auf einmal noch einen Garados. Hm. Vor allem, ich meine, ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich glaube, die Carpadors waren auch noch alle über Level 20. Das ist auch in der Platin so schön. Da kann man ja eine Carpador Level 100 angeln. Das bringt auch so viel. Weil man was nicht mehr weiterentwickeln kann, so Garados. Ja, Fail. Und dann brauchst du so schöne Attacken wie Ehrentag. Ja. Ein Klatscher und Händchen halten. Gab's das überhaupt als Attacke? Ich weiß es nicht. Ehrentag auf jeden Fall. Ich habe ja eines, was das kann, nicht ganz legal gekriegt. Aber obwohl, das gab's. Das Modul gab's legal im Laden zu kaufen. Sicher. Also. Boah, ich stell mir gerade so vor, wenn so Cheat-Module so wie Drogen so gehandelt werden müssen, dass so richtig illegale Ware ist und so. Was mag für Gamer? Ich hab das Geld. Hier sind das Cheat-Modul. Dass alles so richtig illegal wird. Ob es sowas überhaupt gibt, so like ein Schwarzmarkt, aber halt echt nur für Gamer. Ich meine, sowas gibt's für Organe und allem möglichen Shit.
ja, höchstens nur für vielleicht so indizierte Spiele oder so. Aber ich denke dann da auch nicht so wirklich drin. Jetzt keine Ahnung. Vielleicht, dass es so bestimmte Spiele gab, die dann irgendwie wieder einbezogen wurden, weil die irgendwie zensiert werden mussten. Aber bei den ganzen PCP sieht, wenn dann irgendwie es um Spiel geht, meistens auf dem Flohmarkt gekauft und immer irgendwie eine gehackte Version oder sowas. Ja, das ist auch keine so. Ganz normale oder so. Immer welche Spiele, die man unter total komischen Umständen gekriegt hat oder sowas, keine Ahnung. Wie fast immer so. Ja. Das wäre bei noch viel creepiger, wenn es echt ein stinknormales Spiel ist, dass man nie jemanden geliehen hat oder so ganz normal im Laden gekauft. Ja. Passiert was Creepiges, das wäre noch. Ja, oder wenn jeder, der dieses Spiel kauft, dem dann alles hinterfahren, wiederfahren würde. Das wär richtig verstörend. Ja. Alekan, wie kann Dick dort eigentlich Katzfurie einsetzen? Womit kratzt es den Gegner? Stimmt. Die Köpfe sind ja auch nicht wirklich spitz oder so. Oder zerbeißt es den dabei oder. Warte, gut, aber das ist ja kein Katzen. Okay, damit zwar Relaxo. Kann ich mir jetzt auch sogar fangen, weil die ist ja noch kein Pokémon. Ich kann es Gab's auch. Nicht irgendwo anders noch ein Relaxo? Ja, das ist da ein Prismania City dort. Ich glaub, da fange ich aber im Gras dann einfach ein anderes. Weil zwei Relaxos brauchen wir, glaube ich, echt nicht. Einmal kurz Blitz heilen. Boah, ich will immer noch, weil ich an die neueren Spiele gewohnt bin, immer auf Y immer das Fahrrad aktivieren. Aber hier war das ja noch auf Select. Das Fahrrad, das so schön schnell ist. Das macht tatsächlich einen. Das macht echt keinen großen Unterschied mit der Geschwindigkeit. Ach man, kann ich jetzt nicht schon den Detektor holen? Du hast bestimmt schon genug. Ja, erinnerst du dich an mich? Naja, habe ich. Mal schauen. Nein, ich habe jetzt 24. Aber bei mir letztens, von mir mit diesem anderen da. Und was du 20 kriegst und ich habe 19. Yay! Ist ja allgemein auch so ein bisschen blöd. Ich muss ja, wenn ja die Story durch ist, muss ich ja noch 60 verschiedene Pokémon gefangen haben, damit man überhaupt noch weitermachen kann, dass man noch Postgame hat. Na gut, da würde ich einfach ein paar Pokémon fangen und die dann wahrscheinlich wieder sofort freilassen oder sofort in die Todesbox packen oder so. So, na gut, nächstes Pokémon. Packe ich erstmal Raupa eben nach vorne. Vor allem, ich wecke das Relaxo jetzt auf und Stefa ist danach sofort wieder ein. Ist auch geil. Anstatt jetzt einfach, was? Wurde gespielt. Ach so, jetzt kann ich die spielen. Ich muss das nochmal ansprechen dabei. Ja, schöne Melodie. Ich höre nichts. Ja, stell dir jetzt einfach gerade eine schöne Jetzt hat Melodie auch das vor. Relaxo hat genau den gleichen Gesichtsausdruck wie der Protagonist aus Undertale. Stimmt. Auch dieses Smiley Face. Ja. Okay, Relaxo, pack das Messer weg. Jo. Na gut, dann hat er jetzt eine schlechte Zeit. Was hat eine Maronbeere oder was? Es hat eine Maronbeere. Spaß. Oh! Oh! Schnell einschläfern. Oh Gott. Ich hab über die FKP abgezogen. Alter! Was geht? Chill! Ja, es ist halt Piss, weil du es aufgeweckt hast. Es wird Ja. schlafen. Ich hab's ja wieder eingeschläfert. Das Ist ist doch einfach gut. nur Hunger. Ist jetzt Geldgeil gar nicht mal so schlecht, gerade weil es so wenig Schaden macht. Ist doch gut, ich habe dich doch jetzt wieder eingeschläfert. Mach keinen Schnarcher oder so. Sehr schön. Einfach ein bisschen Schaden machen, weil ich glaube, sonst geht's echt nicht in den Ball. Oh Gott, wie lange da. Oh, das wird ja ewig dauern. Es kann doch Schnarcher. Oh. Das macht gerade wenig Damage. Oh, der Salt hackt schon besser. Ich level gerade mal über. Ja, natürlich macht das jetzt schon auf. Natürlich macht es jetzt keinen Schnall. Nein, nein! Ja, oh, scheiße. Den Kampf und den Krampf. Und zwar so ein richtiger. Ah, komm. Obwohl, ich mach jetzt mal Täter nach vorne, weil dann, ich kann ja
Stimmt, ich kann doch immer wieder zu Theta auswechseln, dann mache ich ja immer wieder Bedroher und dann macht er immer weniger Schaden. Stimmt. Oh, dein Ernst. Macht nichts. Ich wechsle jetzt einfach immer so ein bisschen hin und her, bis der kaum noch Schaden macht. Kann ich jetzt ja, wohl die Raupe ein? Traue ich mir noch nicht. Ja, Excel, der dürfte genug aushalten. Oh Gott, der soll nicht so nerven. Ja, komm, Metallklaue. Komm schon, bitte stirb nicht. Ja, okay, stirbt noch lange nicht. Geil, das hätte das Ding für einen Defense-Wert. Och komm, hat es jetzt auch Holo eingesetzt oder was? Ja, Flügelschlag. Mann, das könnte echt eine Weile dauern. Obwohl, das macht ganz gut. Ich darf jetzt halt nur nicht mal konstant immer wieder Erholung einsetzen. Kein Volltreffer, bitte nicht. Das ist jetzt nicht normal mit den Einsätzen, ich glaube, dann ist es immer wieder... Ich könnte Metallklaue noch machen. Mache ich auch noch. Aber dann muss ich echt einen Ball werfen. Jetzt wacht es ja eh auf. Jetzt Volltreffer, bam, weg. Oh, ja, okay, jetzt sollte ich echt aufpassen. Ja. Mehr... Wow, okay, ich dachte schon, der wagt es. Der wagt es jetzt noch mehr Erholung. Die Excel hält echt noch am meisten aus. Ja. Er hat allgemein so gute Werte. Geh in den Ball. Aber die vor dem Relaxo scheint auch nicht gerade schlecht zu sein. Mhm. Der haut aber ordentlich rein. Wenn der jetzt mal einen Volltreffer macht, das wäre schon. Das sieht doch einiges aus. Also, wenn das mal einen Volltreffer hat, dann. Oh, das wäre dann. Mhm. Komm schon. Ja, genau. Oder mach einfach Schnarcher die ganze Zeit. Auch gut. Wackel doch mal mehr als einmal. Ich habe jetzt ja eher Angst gehabt so vor so welchen wie Zapdos und sowas oder Arktos, die so schwer reingehen. Das wird auch noch lustig. Die fangen gerade mal früher echt nicht hoch, die Legis. Nee. Jetzt kriegst du teilweise die mit dem Hyperball, da wie ich einfach... Weiß nicht, warst du da? Ich glaube, du warst ja da, wo ich dann dieses Eher-Ticket Latios flott bei Bam. Ach ja, genau. Ja, das war auch so gut. Das war gut. Nein. Das probiere ich halt echt immer als erstes. Erstmal flott bei schmeißen. Vielleicht bleibt er drin. Ja. Weil ich habe ja gehabt beim ersten Mal durchspielen Diamant auch mit Meisterbeinen. Danach habe ich echt mit anderen Bänden, heißt immer mit Hyperbällen gefangen. Ich glaube, andere, die ich kenne, halt sogar mit einem stinknormalen. Also. Hat ein bisschen gedauert, aber es ist immer drin geblieben. Auch gut. Ich flott bei jetzt immer auch mein normalen. Immer ist das erste, was ich schmeiße. Vielleicht bleibt er drin. Warum hat es jetzt nochmal Schaden genommen, hä? Achso, nee, ich habe ja gerade noch angegriffen. Zweimal. Mit was denn da? Flügelschlag. Hat sie das auch in Erholung eingesetzt oder was? Ja. Hab schon. Hab ich gerade nicht aufgepasst. Nice. Gar nicht mitbekommen. Ach so. Na gut, das Pokémon kann auch gerne männlich sein. Mm. Es ist erst seit, wenn es über 400 Kilogramm Nahrung am Tag gefressen hat. Es ist mit dem Essen fertig, schläft es sofort ein. Ob es hier irgendein Trash-Gen-Name da passen würde, da gab es keinen, der so wirklich Fettball verfressen, oder? Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade. Mm. Schon so jemand, der da passt. Will es ja auch nicht beleidigend sein. Den könnte ich dann nehmen. Oder so vielleicht ein Nintendo-Wesen-Charakter, das immer fett ist. Boah, das ist echt das Schwierigste, an der Nuzlocke einen guten Namen zu finden. König DDD ist fett. Ja. Fällt mir gerade nichts anderes ein, keine Ahnung, was einer fett ist, ich weiß es nicht. Komm, nehmen wir. Das passt. Ich glaube, DDD muss ich dann abkürzen. So, perfekt. Obwohl ich... Nee, ich könnte das auch so machen. Oder einfach nur DDD, keine Ahnung. Ja, oder der deutsche Name König Nikachin, der aber dann wieder geändert wurde. Ich kenne den nur als DDD. Ja, ich glaube in irgendeinem Kirby-Spiel hieß ja mal eine Zeit lang König Nikachin, aber dann hat man das in Brawl dann, glaube ich, dann zu König DDD dann wieder geändert, so wie im Englischen. Aber finde ich auch passender. Stimmt, aber König Nikachin, das passt doch dann perfekt. Wenn der ja, wenn der ursprünglich so hieß. Blitzfliegen. Ja, wie gesagt, solche Sachen, die speede ich doch immer ganz gerne.
Ich will nicht ins Gras. Ich hab keinen Bock auf Kämpfen, ey. Ich meine, Ganondorf ist auch sehr breit gebaut, aber nee. Ja, das ist nicht so. Das würde gar nicht passen. Ja, der ist nicht so wirklich fett oder so. Der ist immer nur kräftig gebaut und der ist alles andere als eine Schnarchnase. Nee. Ist ja auch teilweise auch nur so ein bisschen Rüstung und Muskeln und sowas auch. Ganondorf würde eher bei irgendeinem Legi passen, keine Ahnung. Ja, ich möchte auch angeln. Einfach nur Ganon, was weiß ich. Ja. Vielleicht ist er König Bulblin oder wie der hieß aus Twilight Princess. Der schon eher. Stimmt, ja. Bulblin hat auch gepasst. Aber mir ist gerade echt noch die Idee eingefallen. Ja, nee, aber hat ja auch echt gut gepasst. Ja. Hier könnte deine Werbung stehen. Hat so ein bisschen was davon. Ja. Das muss echt mal so einfach sein. Einfach mal so irgendein random Plakat, dann hier könnte ihre Werbung stehen. Elektrizität ist deine Stärke, okay. Okay, der Sprout ist mir neu. Saver, Rocker. Rocker sind Leute, die mit Elektrizität rumhantieren. Okay. Normal, oh, ich weiß noch, ich glaube, ein Diamant oder so hatten die dann eher alle eine Gitarre oder was gehabt. Ein Rock oder irgendwas gab. Ja, unter Rocker stelle ich mir jetzt auch was anderes vor, als ihn so ein. Ja, so ein. So, ich sag mal so Physik- ja, oder Elektrizität-Fanaten. Der hat jetzt schon so eher so Forscher oder was mehr gepasst. Oder Elektriker halt eher, das sieht einfach aus wie Elektrokabel, irgendwie ein Verlängerungskabel, was weiß ich. Genau, Elektriker, genau. Oh! Oh, bitte nicht paralysiert. Ah, ich wusste nicht, dass das stehen muss. Elektroball. Elektro- und Flugtypen. Nee. Elektroball ist noch so schnell. Ich vergesse manchmal echt, dass Raupa M ja auch den Flugtypen hat. Oh, und Diktor hat, ich glaube, der lernt auch bald Erdbeben. Das ist echt so, Dirtron benennen müssen, ist doch weiblich. Genau, Diktor hat. Könnte ich auch noch abändern, stimmt. Lass er jetzt fliegen. Ja. Mach ich, wenn ich in der nächsten Stadt bin, am besten. Stromkreis unterbrochen. Tja. Ja, ich kann Zerschneider einsetzen. Oder. Bei einem männlichen machst du es dann dick dort. Oh Gott, ja, mit CK. Ja, mit CK. Ja. Männliche Variante. Hm. Und bei einem Transgender wäre es ja dick dort. Also die Ganondorf, die weibliche Version ist einfach Ganondorf. Ganondorf, ja. Mhm. Oder Ganondorf. Trademark, das ist alles von mir. Ja, natürlich alles Trademark. Und Geirahi, das ist erst recht von mir. Ja. Das passt einfach so gut. Na gut, den will ich auch gar nicht klauen. Eisen, liegt ja einfach so rum. Wie ich mal für irgendeinen kleinen Scheiß einfach schon am Rumskippen bin oder am Vorspulen bin. So. Ansgar. Ja, wenigstens nicht Asgar. Stimmt. Na gut, aber ich habe jetzt ja schon meine Stimme vergeben für jemand anderen. Ich wollte nur noch das N wegnehmen, dann hätten wir ja schon Asgar. Ja. Warum hat er das Kappa doch nicht weiterentwickelt? Ist ja ein bisschen dumm oder so. Oder hat er das gerade erst frisch gefangen? Ah, das ist ja dumm. Ich glaube, du solltest einfach nur angeln, anstatt zu kämpfen. Ich habe verloren. Wen wundert's? Ist das schon eine neue Route? Karte. Ist mal noch Route 12, oder? Ja, okay, doch. Wird dann noch alles zusammen. Also kein neues Pokémon. Dann muss ich da auch nicht hin. Nö. Hier wäre erst wieder was Neues. Kämpfen? Hä? Achso, ich dachte, die kämpfen alle nicht. Ach ja, die Vogelfinger. Hm. Ach, obwohl, ich würde sagen,
wenn es bei dir auch noch gut passt, wir können gerne noch einen Part aufnehmen, denn hier kommt nämlich, habe ich schon gesehen, es kommt noch bald noch ein Trainer, der gewisser Vogelfänger, der könnte noch interessant sein. Okay. Der hat einen interessanten Namen, sagen wir mal so. So, also müssen wir mal gucken, weil ich bin, fühle mich gerade auch irgendwie so ein bisschen müde. Meistens nehmen wir auch mal 4 Parts auf. Also meistens nach 4 Parts mache ich sowieso immer eine Pause. Gucken wir gleich mal. Also ich müsste eigentlich noch so ein bisschen Hauskern und wischen, dass ich das vielleicht erstmal noch nach der Aufnahme mache und dann machen wir weiter oder sowas. Ja, mal gucken. Ich mache in der Zwischenzeit keinen und dann auch einen Kaffee, weil ich... Können wir auch so machen, ja. Ich habe auch manchmal so Zeiten, es sitzt einfach die Müdigkeit ein, einfach so. Ja, ja, vor allem man sitzt jetzt auch die ganze Zeit nur, man da war zwar so ein bisschen, ist aufs Spiel fokussiert, aber irgendwie sitzt man doch nur rum. Oh, 666 Erfahrungspunkte. Okay. Ich mache jetzt auch noch kurz die Trainerin fertig und dann reicht's auch. Besser wie 69. Weil ich dachte mir nur so, ich hatte gestern noch 69 Follower auf Twitter und jetzt hat es wieder einer kaputt gemacht. Nein. Jetzt muss schnell jemand entfollowen. Nein! Ja, obwohl ich würde das jetzt nicht machen wollen. Gerade du nicht. Nee. Was? Weiß ich nicht, der erste, der mir auf Twitter gefuckt ist oder so, ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, dass du einen neuen Account aufgemacht hast, hat er den Link geschickt und dann ja schon, ja. Ja, dabei habe ich den Account noch gar nicht so lange. Geht. Schön, dass ihr uns nicht sieht. Na gut, wir blockieren jetzt hier erstmal für jeden den Weg, hier kommt jetzt niemand mehr durch. Du versteckst dich jetzt hier. Wer schaut's mich? Ja. Ja, das war braun. Jo, aber sie sieht dich auch nicht. Nee. Weil ich voll in ihrem Blickfeld stehst. Ja. Ne, das ist jetzt hier eine Massenblockade. Niemand kommt mehr hier durch. Niemand. Das so lange, bis wir dann den nächsten Part beginnen und dann den ganzen Part auch wahrscheinlich dann nur hier rumstehen werden. Na gut, vielleicht machen wir auch was anderes noch. Ich setze Wegsperre ein. Ja. Ich kann aber egal. Sind halt Horrorblick, wir können es auch nicht machen. Genau. Na gut, wir hoffen, euch hat dieser Part gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und bis dann. Tschüss.